Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das Spiel Darksea, ein Early-Early-Early-Access-Titel, der mir von den lieben Alex und Lukas geschickt wurde. Ja, habt ihr gerade am Anfang gelesen, Lost in Day Studios heißen die Jungs und ja, die wollen, dass wir das einmal testen, das Spiel, ja, mit euch zusammen. Und ich bin mal ganz gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Das Ganze, ihr seht schon an der Grafik, hat so ein bisschen Comic-Look. Und es ist ein Survival-Titel. Ihr seht unten einen blauen Balken, roten Balken, gelben Balken. Das sind Hunger, Lebensenergie und Durst, wenn mich nicht alles täuscht. Hotkeys 1, 2, 3, 4. Und ja, es befindet sich in einer unglaublich frühen Version. Also bitte nicht schimpfen. Und ja, erstmal gucken. Wir machen erstmal Loot, Loot, Loot. Ne? Ich habe jetzt zwei Flaschen Rum und einen Schnaps aufgenommen. Alkohol ist schlecht, sage ich mal von vornherein. Auch hier im Spiel tatsächlich. So, ansonsten wissen wir noch nicht, was mit uns passiert ist. Wir sind hier wach geworden. Oh Gott. Was wird passieren? So, das Ganze habe ich, wie gesagt, von den Jungs geschickt bekommen. Ich gehe mal die Leiter hoch und wir sehen dann hier, oh, ein kaputtes Schiff. Wir sind hier in diese Lagune oder was auch immer das ist, rein und ja, unser Schiff ist mehr als kaputt, würde ich sagen. Okay. Hier sehen wir einmal die Spielwelt. Das Ganze ist Open World. Da hinten steht ein Schiff. Da sehen wir eine Insel. Da sehen wir eine Insel. Da sehen wir eine Insel. Und hier sind überall um uns herum Inseln. Da lassen sich höchstwahrscheinlich einige Abenteuer erleben. Ich werde auf jeden Fall mal zum Schiff heute mit euch und ein bisschen was machen. Das Ganze, wie gesagt, ist ein Survival-Titel. Und da liegt eine Fackel. Und wenn wir Tab drücken, dann kommen wir auch im Menü. Das Ganze wird natürlich noch bearbeitet, denke ich mal. Ne, lieber Lukas und Alex, hier haben wir zum Beispiel Tools. Hier haben wir Sachen wie Steine, Holz, die wir einsammeln können und Lebensmittel. Da ist der Rum auch jetzt mit bei. Da habe ich gerade getrunken, hatte ständig den Arm hoch und runter gemacht. Das war noch so ein kleiner Bug. Dann haben wir hier ein Crafting-Menü. Und das ist schon für so eine sehr frühe Version sehr umfangreich, muss ich sagen. Ne, wir haben ein Campfire-Kitchen und eine Workbench. Die müssen wir auch bauen. Benötigt aber, wenn wir so Crafting drücken, not enough Resource. Wir brauchen 9 Steine, so viel weiß ich. Gut, dann haben wir verschiedene Waffen. Eine Paddle, Bowl, ein Hammer, ein Torch. Stone Axe, die müssen wir auch bauen. Wir haben auch schon eine Quest. Das haben sie extra für mich gemacht. Eine Wood Bench, also für Holz zu schneiden wahrscheinlich. Ein Bett, Chest, Table und Cannon. Das sind so kleine Sachen, die passen natürlich gut in so einen Spieler. Und natürlich auch der Hausbau. Hausmaker, der wahrscheinlich meine Klamotte hier sozusagen tamed, dass das als meins ist. Ne? Foundation, Wall, Window Wall, alle Kram. Wir haben Palm Seeds. Wir können irgendwann selber Essen herstellen bei Cooking und selber Raft. Das wird natürlich interessant. So, sonst Einstellung. A Storm is Coming. Das ist irgendwie immer die ganze Zeit. Und ja, das war das Menü. So, WSD ist die Steuerung. Springen natürlich. Wir müssen hier über die Planke ans Land. Wir dürfen aber auch anders gehen. Also keine Grenzen sind uns gesetzt. So, wir nehmen uns mal die Fackel. Hab mich so ein bisschen eingespielt. Rüsten die aus. Inventar, Tools, Fackel. Dauert ein bisschen, bis er die in der Hand hat. Und da seht ihr auch mal unseren Piratenarm. Nein, ich weiß nicht, ob ich ein Pirat bin. Ich glaube, ich bin keiner. Ich bin einfach hier nur vor, ja, am Land gekommen. Und mein Schiff ist halbwegs explodiert, so wie es aussieht. So, also, rennen wir mal los über die Insel. Durch diese dunkle Höhle. Das verlangen die bestimmt von mir, dass ich das tue. So, Chest. Hier drin ist nichts. Okay, manchmal ist hier was drin, manchmal gar nichts. Goldmünzen habe ich letztes Mal da drin gefunden. Und wir kommen wieder raus. Die Grafik ist verspielt. Kennen wir von vielen Titeln. Und ansonsten erinnert mich das Ganze an so ein bisschen an Stranded Deep. Man muss halt trinken und essen und überleben. Man kann sich eine Hütte bauen und man kann looten. Nu haben wir aber hier sehr viel KI-Gegner. Auf der Insel können wir draufgehen. Da sind Piraten, die uns attackieren. Die sind leider noch sehr, sehr stark, sodass man da kaum Überlebenschancen hat, wenn man sich nicht gleich eine Superwaffe craftet. Da haben wir einen Trader, da können wir Sachen tauschen und handeln. Und wie gesagt, tausende, Milliarden von Inseln. Nein, so viele werden es nicht sein. So, jetzt kommt eine Sache. Da unten steht jemand. Bitte nicht schimpfen. Er sieht noch ein bisschen komisch aus. Das ist nämlich der Captain Redbeard. So viel sei verraten. So, hallo Captain Redbeard. Mit dem können wir quatschen. Und er gibt uns die Aufgabe der Aufgaben. Thank you, the Lord. I'm not alone. Dank den Lord, ich bin nicht allein. Was ist passiert? Wir sind gestrandet und die einzigen Überlebenden. Also ganz klassische Geschichte. Wir müssen überleben. Where are you? Wer bist du? Du kannst dich nicht erinnern? Ich bin der Captain. Dein Captain. Captain Rotbart. So, you would be best if you make yourself an axe. Das ist meine Quest. Er will, dass ich eine Steinaxt baue. Und wir sagen quit. Okay.
Er sieht wirklich noch sehr seltsam aus, muss ich zugeben. Aber wie gesagt, ganz, ganz, ganz früher. Early Access. Da wird noch ganz gebastelt. So, wir müssen jetzt eine Axt bauen. Das Ganze ist sehr kompliziert. Nein, Quatsch, überhaupt nicht. Ich nehme einen Stein. Ich nehme einen Stock. Und nun drücke ich Tab. Gehe auf Crafting. Tools. Und sag Stone Axe. Und sag Craft. Ba-bam. Ich will wissen, wie ihr die Geräusche aufgenommen habt. So, da kann ich auf mein Inventar gehen und die Axt equippen. Und da ist sie. Ja. Und wisst ihr, was wir jetzt gemacht haben? Wir haben diese Version durchgespielt. Ja, guckt euch das an. So, wir reden nochmal mit Captain Redbeard. Ich habe eine Axt gemacht. End of the Demo Intro. Das ist nicht eine offizielle Demo, die ist halt nur für mich und für den, wie soll man sagen, 320 Spieler Channel, für die Testzone, also nicht wundern. So, ich würde mich weiter umschauen. Das muss jetzt einmal sein, tut mir leid. So, das ist Captain Blackbeard, ich will immer automatisch Blackbeard sagen, ne? Wir dürfen leider keine Kisten zerkloppen oder so. Gut, mit der Steinaxt haben wir erstmal ein Tool, mit dem wir hier Sachen erleben dürfen und machen und tun, ne? Ne, wenn ich auf die Palme ungefähr gefühlte 4 Stunden drauf rumhack. Das ist keine, ist jetzt keine Dings hier, Kritik oder so. Die sind ja noch fleißig an Entwickeln. Dann kriegen wir Holz daraus. Es gibt aber auch Kokosnusspalmen. Die können wir auch zerkloppen. So. Und da ist er. Und da gibt es dann noch viel mehr. Ne? Palm Leaf, das sind dann die Blätter. Alles Sachen, die wir zum Craften brauchen. Und hier fallen zum Beispiel die Kokosnüsse auch aus den Palmen raus. Die lassen sich verspeisen. Machen wir auch mal direkt. Zap. Kokosnuss. Einfach draufdrücken. Und die geben massiv viel, wie man sieht. So. Sehr schön. Das Essen gefällt mir. Müsste ein bisschen tiefer sein mit der Hand, aber sonst gefällt es mir ganz gut. Was der liebe Alex und Lukas mir geschrieben haben, war, die haben mir ein Schiff im Spiel reingelegt. Ich weiß nicht, ob es das da hinten ist. Es ist ja schon ein bisschen größer, eure Map, also da habe ich es nicht auf Anhieb gefunden, tut mir leid. So, hier die Startinsel ist natürlich nur eine kleine Mini-Startinsel. Mit dem Captain Redbeard, der einen natürlich viel mehr Missionen später geben wird, als man möchte wahrscheinlich, ne? Gut, wir könnten jetzt zu dem Schiff schwimmen, also schwimmen dürfen wir auf. Das Wasser sieht geil aus, der Sand sieht komisch aus, aber wie gesagt, das Ganze ist ja noch in Entwicklung. Der Himmel und die Nacht gibt es auch, die sieht auch super aus und ich schwimme mal zu der Insel, weil bei der hatte ich bis jetzt nie Glück. Ich wurde da immer getötet, auf Anhieb. Und für so ein Video ist das irgendwie doof, wenn man gar nichts zeigen kann. So, ansonsten seid ihr wieder gefragt, als geilste Community auf der Erde, also Community auf der Erde, die Entwickler schauen sich das Video definitiv an, gehe ich mal von aus, ich werde den auf jeden Fall Link schicken. Und wenn ihr geile Ideen habt, was ihr hier gerne haben wollt in dem Spiel, als Vorschläge, dann ab in die Kommentare damit. Ne, das Ganze läuft jetzt schon sehr flüssig, ne, aber es könnte natürlich noch einen guten, fetten Community-Feinschliff verpasst kriegen. Ne? Also ihr helft den Entwickler sehr, wenn ihr jetzt ein paar Ideen von euch dazu fügt, was ihr gerne sehen wollt. Ne? Also ich glaube, der Entwickler selber hat viele Ideen, aber manchmal denkt man nicht an die Sachen, an die man denken sollte. So, ihr seht viele, viele Inseln um uns herum und die Sonne geht gerade unter. Da hatte ich dann das Problem auf der Insel, da kam ich nicht mehr hin, weil da ungefähr 10.000 Spinnen waren. Da müssen sie den Gegner so ein bisschen noch runterschrauben, so ein Stücken. Ne? Gut, ich schwimme und schwimme und schwimme. Und wahrscheinlich ist das mein eigenes Problem, denn ich hätte ja schon eine Workbench bauen können oder sowas. Nee, könnte ich nicht, weil ich brauche 9 Steine. Da ist das ein bisschen komplizierter, aber wir schwimmen gar nicht so langsam. Ich habe jetzt noch keine Haie gesehen, was ich sehr gut finde, sonst wäre ich nämlich längst gefressen worden. So, dieses Schiff ist nicht das Raft, glaube ich, was ihr mir hier hingesetzt habt. Also es sind schon verdammt viele Inseln, ihr seht das. Und es gibt dann so ein schönes Entdeckungspotenzial, ne? Damit man kann ja eine Hütte bauen. Das zeige ich euch auch gleich. Ich habe es bis jetzt noch nicht wirklich gemacht, weil ich halt immer Pech hatte auf den Inseln, weil ich immer dahin gesprungen bin, weil die näher war und da immer gekillt wurde. Da konnte ich das ganz schlecht zeigen, ne? Wenn ich immer gekillt werde, kann ich es leider nicht zeigen. So, aber da könnt ihr nichts für. Ich will den Lukas und den Alex nichts nicht ins Wort reden und in ihre wie soll man sagen, in ihrer Art und Weise, wie sie was programmieren. Aber als kleiner Tipp, das sind zu viele Gegner. Auf jeden Fall. Das sind's. Und die Piraten sind viel zu stark. Aber das werden wir vielleicht noch feststellen. Bin mal gespannt. Denn auf dieser Insel war ich noch gar nicht. Das ist eine Insel vor der Insel, ne? Gut, es wird Nacht, die geht sehr lang. Aber wir haben eine Fackel. Ich hoffe, die ist noch nicht abgebrannt.
Let us see if you find some help, Nerby. Wie gesagt, da hinten war ein Händler, den kann man ansprechen und der handelt mit ein. Dafür muss man aber natürlich auch so Sachen haben und wir haben ja noch gar nichts. So, ich bin mal gespannt. Also das Ding sieht ja schon mal interessant aus. Okay. Ein Stein. Sind wir erstmal geschwommen ohne Ende. Wow. Steine ohne Ende. Super. Und was bist du? Ich weiß nicht. Wir sind nah an diesen Bötchen. Vielleicht haben sie mir ja wirklich dahingestellt. Das wäre voll lieb. Ja, deutsche Entwickler unterstütze ich immer herzlich gern. Vor allem bei Survival-Titeln. Ich liebe sowas. Ich bin so ein Typ, der achtet auch nicht immer so derbe auf Grafik. Wir müssen da aufpassen. Es gibt Spinnen. Und die waren verdammt böse, sein, die aus auf jeden Fall. Ich habe sie nie aus der Nähe kennengelernt, weil ich mich nicht getraut habe. Und wir haben Dodos. Wir haben Killer-Dodos, glaube ich. Den gehe ich mal aus dem Weg. Denn ich möchte ja ein bisschen was schaffen. Ich möchte ja was schaffen. Zu viele Gegner. Ich weiß nicht, ob die böse sind. Ich habe die noch nicht aus der Nähe gesehen. Aber wir kennen Dodos aus Ark. Na, komm. Wir sammeln erstmal ein bisschen. Wir haben auch verschiedene Arten von Bäume. Und wir haben ab und zu so Sandlöcher. Ich weiß noch gar nicht, wofür die gut sind. Und das Schiff da hinten, das interessiert mich gerade am allermeisten. So, ich hoffe, die Nacht wird nicht zu dunkel, denn wir wollen jetzt ja auch mal was sehen. Ne? Wir wollen... Oh, Piraten. Viel zu stark für mich. Dann hat er mich gesehen. Ich glaube, die kommen nicht ins Wasser. Er hat mich nicht gesehen. Also gucken wir in die Richtung, aber er hat mich Gott sei Dank nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe so wenig Chancen, er hat ein Schwert, der haut einmal zu, dann bin ich tot. Also wenn wir mal auf den Crafting gucken, wir haben ja noch ein unscharfes Bild, Gott sei Dank, sehen wir zum Beispiel die Möglichkeit, ein Campfire zu bilden. Zap. Nicht genug Materialien, mir fehlt wahrscheinlich Holz. Ich konnte doch mal gerade lesen, was ich dafür benötige. Da. 9 Steine für ein Campfire. 2, ach guck mal hier, eine Workbench kostet nur 1 Wood und 2 Steine. Dann brauchen wir doch mal eine Workbench. Die baut man dann auch so schick auf. Das kennen wir aus ganz vielen Spielen. Finde ich aber auch ganz in Ordnung. Jetzt kommt dieser Captain Schwarzbart, oder wie auch immer der heißt. Ich kann das nicht mehr wegmachen. Uah, durch habe ich es weg. Der kommt mir ins Wasser, Gott sei Dank nicht nach. Und wisst ihr was? Dann paddeln wir einfach zu dem Schiff. Und hoffen, dass sie das für mich dahingestellt haben. Weil wir haben keine Schnitte gegen den. Ich habe einfach keine Schnitte. Der ist schwer. Okay, wir paddeln zum Schiff. Kacke. Jetzt haben wir auch noch Nacht. Ich will das Spiel doch zeigen. Also sagt mir auf Anhieb so ein bisschen zu, muss ich sagen. Ich wünschte mir bessere Charaktermodelle. Aber... Was bist denn du? Na? Also es gibt schon Sachen, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, sehr umfangreich hier schon. Ne? In der Version, die gibt es ja noch gar nicht zu kaufen, zu leihen, zu runterladen. Es ist halt eine Demo extra für uns. Damit wir uns das einmal ansehen können. Ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass auf diesem Schiff, weil da eine Piratenflagge dran ist, denke ich mal, Piraten sind und die werden mich töten. Und dann starten wir von ganz von vorne. Das will ich aber nicht, deswegen gehe ich dann auch nicht da drauf. Ausdauer oder so habe ich jetzt keine. Oh, ich liebe sowas. Nochmal ein fettes Danke an Lukas und Alex, dass ich das austesten darf mit euch zusammen. Also mit eurem Spiel. Dafür ist die Testzone gemacht. Genau für sowas ist sie gemacht. Ich find's toll. So. Da seht ihr mal, wie lang die Nacht ist. Sie ist ewig lang. Aber das ist doch kein Raft. Das ist ja ein ganzes Schiff. Das wird der Ship heißen, nicht Raft. Da ist auf jeden Fall eine Leiter. Ich hätte jetzt gerne Licht. Jetzt ist mal die unrealistische Frage. Darf denn eine Fackel in der Hand haben? Ich habe keine Fackel mehr. Kann das sein? Also das ist Crafting, das ist Menü. Torch. Die hat sie einmal kurz in Hand genommen, aber wieder abgeworfen. Kann sein, dass die im Wasser realistischerweise nicht geht. Also wenn das wirklich jetzt der Grund war und kein Bug, dann Respekt. Gut gemacht. Ich sehe keine Piraten. Ich habe Angst. Ship, was? Ship Inventory. Ja, das ist mein Schiff. Inventory. Wood, Stone, das ist mein. Aber das Schiff hat nichts. So, hüpf, hüpf, hüpf. Naja.
Bis jetzt ist das schon besser als viele, viele, viele Spiele, die ich bekommen habe. Ihr habt mir das hier hingestellt, das ist meins. Oh, voll geil. Hat er mir eine E-Mail extra geschrieben, wir verstecken dir ein Schiff, aber das war ja nicht versteckt. Claiming Ship. Okay. Damit dürfen wir ein bisschen gucken gehen. Die Segel werden gehisst. Heißt das so? Und damit können wir erstmal ein bisschen paddeln hier, wa? Das ist ja richtig cool. Danke, danke, danke. Das ist gut. Normalerweise muss man das sich erbauen später. Das wird hier nicht einfach so rumstehen für jedermann. Das ist halt der 13-Spieler-Luxus, den wir haben, ne? Und wir haben direkt so ein geiles Schiff. Na, das ist natürlich ein Scherz, ne? Aber das muss man wirklich selber bauen später. Das haben sie mir extra geschrieben. So, wir können ziemlich geil lenken. Und uns die Welt so ein bisschen angucken. Doof, wir haben Nacht. Gehört zum Spiel dazu. Ich kann es nicht ändern, dass kurz nachdem man das startet, Nacht wird. Und ich hoffe, die wird jetzt nicht allzu lang gehen. Aber ich fühle mich gerade wohl. Ich habe ein eigenes riesiges Schiff. Genial. Kann ich da auch hoch? Ich weiß nicht. Ich will es gar nicht gucken. Nicht, dass es am Ende nicht geht. So, dann fahren und fahren und fahren wir. Was will ich mehr? Ich habe ein Schiff. Es ist zwar nicht das Schnellste, aber der Wellengang sieht cool aus, ne? Also, gut gemacht. Unity Engine kennen wir mittlerweile aus super, super vielen Spielen. Und ich bin immer verblüfft, was die Leute daraus so machen. Ne? Manche mit mehr Grafik, also mit krassere Grafik, manche mit weniger Grafik. Also es ist erstaunlich, was man aus der Unity Engine alles machen kann. Ne? Ich bin ja hier so Game Creator, gerade am Basteln, auch mein kleines Minispiel da. Was die Hölle Arbeit ist, ne? Auch wenn es super einfach ist eigentlich. Aber das ist wirklich cool, was man so aus so ein paar Sachen rausholen kann, ne? Gut, paddel, paddel. Die Steuerung vom Schiff, super. Braucht ihr gar nicht verändern, finde ich gut. Sollte nicht zu schwer werden. Ist halt nur, dass wir ewig drehen und der dann jetzt weiter geradeaus fährt. Aber ich glaube, das gefällt mir. Also ich glaube, anders sollte das gar nicht sein. Dann müsst ihr einfach irgendwann stehen bleiben, ab irgendeinem Punkt, würde ich sagen. So, hier ist eine Insel mit zwei Bergen. Baby. Nein, Quatsch. So. Und wir können mit ESC oder wie kommen wir hier raus? Okay, einmal ESC drücken ging auch. Das Schiff bleibt brav sofort auf der Stelle stehen. Und wir haben hier, ich hoffe, die Möglichkeit zu craften. Das wäre mega geil, wenn wir in unserer eigenen Hütte was bauen dürften. Wie zum Beispiel, ja gut, albern wäre jetzt hier das zu bauen, oder? Eine Woodbench, nein. Also eine Fackel können wir natürlich bauen, ne? Raft. Das ist kein Raft, Mann, das ist ein Schiff. Palmseed Campfire zum Beispiel. Not enough resource. Okay, ja, dann gehen wir mal an Land. Ich hoffe, es wird gleich Tag. Hey! Unterwassertauchen fehlt noch. So. Schön. Schönes kleines Spiel. Was ganz, wie gesagt, frisch in der Entwicklung ist, Leute, bitte nicht schimpfen. Und da haben wir das Problem, was ich vorhin schon hatte. Sobald die Sonne rauskommt, sind die aber wieder weg. Ich weiß nicht, was das soll. Warum macht ihr Entwickler sowas? Warum spinnen? Warum spinnen? Alles auf der Welt, aber warum spinnen? Und so viele. Sobald die Sonne aufgeht, sind die weg. Ihr seht diesen wunderkomischen Mond. Der geht gleich unter, heißt also. Ah, die backen da hinten aber fest. Ne? Vielleicht haben wir ja Glück. Ich hasse Spinnen. Die fliegen auch richtig lustig rum. Also ich habe ein bisschen gelacht vorhin. Also ich habe mich tatsächlich ein bisschen eingespielt. Wir werden jetzt gleich, wenn die Möglichkeit besteht und ich nicht versterbe, versuchen eine Hütte zu bauen und ein bisschen zu kraften. So ein bisschen, was man gucken kann. Ne? Was uns zur Verfügung steht. Aber jetzt auch nicht groß. Also Let's Play wird's nicht. Geht nicht. Ist ja Test und Video. Und ich drücke den Entwickler ganz fest die Daumen, dass er hier ein bisschen Gas gibt. Und auf jeden Fall weniger Spinnen mit reinbringen, weil das sieht nach ziemlich meinen Tod aus, wenn ich jetzt an Land gehen würde. Mond, geh weg. Feuer. Feuer, 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 Feuer. Geiles Boot. Danke für das Boot auf jeden Fall. Ich glaube, das war wirklich für mich. Er hat es mir eine E-Mail geschrieben, wir verstecken hier ein Boot. Obwohl man das eigentlich selber herstellen muss. So, ich bin mal so blöd und gehe an Land. Ne? Das ist. Sonst, wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde am Wasser rumtreibe, bringt euch das ja auch nichts und mir auch nichts. Wir können ja immer wieder ins Wasser flüchten. Ihr seht die Ressourcen, Holz, Stein liegen auch am... Da sind Krabben. Okay, es wird hell. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Sonnenaufgang aussieht. Ich sammle mal fleißig ein.
Na, ich bin noch nicht gestorben. Ich bin ganz begeistert. Also ich habe gerade schon mal ein Video angefangen und dann bin ich leider ein paar Mal hintereinander gestorben. Immer wenn ich gerade ein bisschen weiter war. Und das war dann ein bisschen enttäuschend. Wie gesagt, das ist ja alles noch... Oh, guck mal. Oh, wir haben die abgepflückt. Die wächst nach. Sowas liebe ich. Ich liebe sowas, dass wenn sowas nachwächst. Big Palm. Achso, große Palme. Schön. Also es wird ein bisschen heller. Es ist zwar noch Nacht. Und ihr habt ja eine schöne kleine Insel gebaut. Ein bisschen wenig Ressourcen. Ich weiß nicht, ob ich... Ich habe schon mal versucht, mit der Axt auf den Stein rumzukloppen. Da gab es aber keine Steine durch. Leider. Ja, also wir wollen ja auf jeden Fall noch ein bisschen was sehen. Die Zeit, die nehmen wir uns auf jeden Fall. Auch wenn bei mir 20.29 Uhr ist momentan. Was bist du? Oh, eine rohe Kartoffel. Na, haben wir abgeguckt bei Stranded Deep. So. Macht nichts. Lieber gut geklaut als schlecht selber gemacht, sage ich immer. Steine, Steine, Steine. Steine, Steine, Steine und natürlich auch Holz. So, ich will den Sonnenaufgang sehen. Ich bin ganz neugierig. Wo geht die Sonne denn auf? Okay, da kommt schon Licht. Also es wird aus der Richtung kommen. Oh. Unity Engine, hallo? Sieht gar nicht so schlecht aus. Also ich bin so ein bisschen verliebt gerade. Das sieht schön aus. Hm. Okay, wir haben gebaut, nicht gesammelt. Wir gehen auf den Crafting-Menü ein. Ausbau ist natürlich das Ziel. Campfire, Wooden Club Torch. Wo war denn jetzt hier das schöne Ding? Workbench. Warum ist denn die? Enjoy your sit. One wood. Was bedeutet das? Ach, das ist Woodbench. Das habe ich vorhin schon durcheinander gebracht. Nicht Workbench. Das ist die Workbench. Und die bauen wir jetzt hier hin. Wir sind keine Piraten. Wir haben unsere Ruhe. Mit E. In der Nähe dieser Workbench dürfen wir dann alles bauen, was uns beliebt. Zum Beispiel eine Küche. Not enough Material. Die will haben 20 Steine und zwei... Was? Warum besteht die aus 20 Steinen? Seid ihr verrückt? Was habe ich denn? 17. Wir brauchen nur 3 Steine. Komm. Oh, da geht die Sonne auf und dann fängt gleich an zu regnen. Fiese Geschichte. Einer noch. Also zwei noch, zwei noch, zwei noch. Oh, Potato bestimmt. Guck mal, nee, gar nicht. Tomato. Oh ne, ist das Chili? Ich liebe Chilis. Ihr habt mich schon erobert. Es gibt Chilis. Mein geiles Schiff da hinten. Da müsst ihr euch vorstellen, die Version heißt, ich habe es da runtergeladen, auf den ihre Seite. Den Link darf ich natürlich nicht geben. Dark Sea 13 Spiele. Voll stolz war ich, ja. Ich liebe sowas. So. Aber ich liebe Chilis. Wo war meine Workbench? Ich habe mich verlaufen. Da. Habe ich jetzt wirklich Chilis? Aber das ist bestimmt nicht essbar, ne? Guck mal. 21. Oh Gott, da haut sich eine Chili rein. Und ich muss ganz dringend was essen, sehe ich gerade. Kokosnuss. Rein in den Wams. Hä? Mein Trinkenbalken. Rum, Avocado. Habe ich mich überfressen? Kann das sein? Ach, Chili. Ich habe Chili gegessen. Da musste trinken. Ihr habt schon eine Menge gedacht. Ich bin begeistert. Okay. Jetzt verdurste ich. Toll. Ich habe die Chili mehr so... Ich werde gleich mir auch eine Pizza machen. Im Ofen. Ich nehme mal die Ofenfrische. Und dann... keine Werbung, Gottes Willen. Dann haue ich mir da immer ordentlich Tabasco drauf und extra Salami und Käse. Oh, ich liebe es. So, Hausmarker Foundation, es ist alles. Unique Workbench, da bin ich doch dran. E. Hausmarker Foundation. Ah, das Baumenü haben wir, erkennen wir irgendwo grob wieder. So. Wir machen eine Mini-Hütte. Ich will nur eine Mini-Hütte. Nein, Bett nicht. Wall. Oh. Interessant. Muss ich das so machen? Weil die Wall irgendwie eine Foundation gleich... Ach, ich weiß. Die Foundation ist noch von gerade da. Das ist wahrscheinlich ein Bug. Deswegen muss ich das irgendwie wegmachen. Nein. Nein. Was habe ich getan? Ich habe E gedrückt. Wie dumm.
Ich habe nichts gemacht. Liebe Entwickler, Entschuldigung. Eine Foundation. Wir fangen nochmal von vorne an. Aber leider ist die Wand noch mit drauf. Och Mann. Ich habe so viel schönes Holz. Kitchen. Not enough material. Nein. 20 Steine, 2 Wood. Was habe ich jetzt alles verpulvert? Mein Inventar sagt. 21 Steine. Ich brauche noch Wood. Okay. Okay, das geht nicht weg. Nicht schimpfen, nicht schimpfen, Leute. Oh, da hinten liegt doch Wood. Mann, ich sehe es auch sogar. Also ein bisschen was machen. Also ihr seht, die Wände zum Beispiel sehen ja schon ganz in Ordnung aus. So, Kitchen. Craft. Oh nein. Ja. Er puzzelt alles zusammen, wir können blocken. Okay, das war jetzt ein Fail. Macht nichts, also nicht schimpfen, das wird verbessert. Jetzt können wir zum Beispiel Cooking machen, denke ich mal, hier essen. Ich glaube, soweit ist das aber das noch nicht. Also das ist ein Bug, der wird bestimmt behoben. Also ich gehe mal ganz schwer davon aus. Jetzt können wir hier kochen. Der Ofen sieht geil aus. Die Sonne kommt raus. Ich habe das Crafting-Menü immer noch vor der Nase. Ich habe keine Ahnung, wie ich das wegmachen kann. Oh. Ich muss so viel Material haben. Hier muss es ja leer sein. Machen wir eine Wall. Eine dicke Wall. Okay, wir sind, glaube ich, in so einem kleinen Fehler im Spiel. Das Spiel ist, wie gesagt, natürlich keine Verkaufsversion oder so. Darf alles passieren. Ich habe scheinbar unendlich Material. Aber das sieht bestimmt cool aus, was ich hier baue. Das ist meine Mega-Base. Mit Kitchen. So. Ah, okay, ich habe nichts gesagt. So. Ja. Also wie gesagt, es gibt eine große Möglichkeit am Bauen. Das wird natürlich gefixt. Ganz sicher. Okay, ich bin ein Spielkind. Es tut mir leid. Lieber Alex und lieber Lukas. Ne, da habe ich ja ein bisschen mehr gebaut, als man darf. Ne? Ja, das Ganze wegkriegen ist jetzt wieder so ein bisschen tricky. Ne? Ich muss ja mal zur Workbench hier. Fängt es an zu laggen wegen meinem Blödsinn. Okay. Wo war denn die Workbench da? Und ich gehe mal ganz kurz auf irgendwas. So, nein, es ist immer noch da. Er hat geschrieben ja schon. Er hofft, ich stolper nicht über zu viele Bugs. Vielleicht machen wir einfach noch eine Axt. Torch Paddle, ein Paddel. Okay, wir sehen jetzt die ganze Zeit dieses Gebilde vor uns. Hilfe. Kann ich da durchgehen? Nee. Also feste Objekte. Okay. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen ein paar Inseln abfahren. Und wir sind am Verdursten, weil wir eine Chili gegessen haben. Vielleicht wird das unser Suizid. Ich glaube, wir haben aber verstanden, worum es geht. Wird das gefixt hier? Das ist gar nicht so schlimm. Also ich will da jetzt nicht rumschimpfen. Ist das ein ganz interessanter Titel, muss ich sagen. Deutsche Entwickler unterstütze ich, wie gesagt, immer gern. Vor allem, indem ich zeige, wie viele Bugs das Spiel hat. Nein, Gottes Willen. So. Ich weiß nicht, warum ich so viele gefunden habe. Ich kloppe mir die alle rein. Ich bin Chili-Fan, was soll ich sagen? Meine Lebensenergie ist 70. Und ich glaube, es gibt noch gar keinen Tod, ne? Und dann hauen wir uns noch einen Rum rein. Noch einen Rum. Und ihr seht, was passiert. Und den letzten Rum. Und auf dem Rum natürlich noch ein Schnaps. Und damit sehen wir gar nichts mehr. Uah. Und damit sage ich danke fürs Zusehen in der Testzone. Lasst Feedback da. Gibt wir kotzen. Feature, ich liebe dich. Das ist für dich so cool. Boah, der kotzt durch. Ja, würde ich aber auch wahrscheinlich nach so ein paar Haufen Schnaps und Rum. Okay, bis zur nächsten Folge in der Testzone. Lasst Feedback da. Lasst die Entwickler wissen, was ihr davon haltet. Bis dann.
Wow.